Pater Paul Schäfers-Küpper und Pfarrer Sascha Ellinghaus auf ihrem Rundgang über die Wiesen. Sie sind so etwas wie der Anker für die vielen Schausteller auf dem größten Volksfest der Welt, geben christlichen Beistand. Schauen Sie, Schausteller sind sogenannte reisende Leute und das heißt, sie sind in ihrem Wohnsitz 3 Monate im Jahr. Sie haben nicht die Möglichkeit, aufgrund dessen normale soziale Kontakte und Beziehungen zu knüpfen. Und deswegen haben sie auch Schwierigkeiten, ihr religiöses Leben zu leben. Das ist eine Art Hausbesuch, was man von der klassischen Gemeindearbeit her kennt, wenn der eigene Pastor sich zu Hause anmeldet und die Familien besucht, um den Kontakt herzustellen, um auch die Sorgen und Nöte zu erfragen und auch die Freuden zu teilen. So machen wir das auch. Aber es ist bei uns halt meistens während der Geschäftszeit. Das heißt, man geht auf das Volksfest während des Betriebes, bleibt an den einzelnen Ständen und Geschäften stehen. Viele Kinder wachsen in Schaustellerfamilien auf. Oft werden sie sogar auf der Wiesen getauft. Wie wichtig ist denn, dass man auch so einen göttlichen Beistand hat auf der Wiesen? Ja, das ist sehr wichtig, weil ohne göttlichen Beistand geht's nicht. Den brauchen wir doch. Den brauchen wir immer und überall, nicht nur auf der Wiesen. Pater Paul kennt etwa 90% der Schausteller. Schließlich ist er so gut wie jeden zweiten Tag auf dem Oktoberfest, um die Menschen hier zu besuchen. Ich freue mich immer, wenn wir unseren Pater sehen. Er hat meine Tochter getraut und die Kinder getauft und der gehört schon zur Familie bei uns. Bereits seit dem Jahr 2001 ist Paul Schäfers-Küpper auf der Wiesen im göttlichen Einsatz unterwegs. Mit ihm können die Schausteller offen über alle Sorgen und Nöte oder freudige Ereignisse sprechen. Die haben eigentlich die ganz normalen Probleme, die jeder andere auch hat. Die Kinder haben ihre Erstkommunion, haben ihre Firmung zu machen. Sie haben Schwierigkeiten in der Ehe, haben Schwierigkeiten im Beruf und so weiter. Es ist natürlich, dass alle hoffen auf eine friedliche und gute Wiesen. Ich denke, dass da auch alle miteinander daran arbeiten, dass dies gelingen kann. Und die Schausteller sind dankbar für den Wiesenhaustürbesuch. Das München Oktoberfest, es ist auch für die Seelsorger immer etwas ganz Besonderes. Weil es uns daran erinnert, dass wir Christen als Menschen aus dem Fest leben sollten. Wir sollen immer unsere Freude in Gott suchen. Denn Freude ist ja nicht irgendein Gefühl, das uns überfällt und dem wir dann ausgeliefert sind, sondern ist im Grunde genommen die geistige Hinwendung zu dem Grund der Freude. Und wir als erlöste Menschen sollten eigentlich all der Welt zeigen, dass es uns gut geht, dass uns eigentlich nichts passieren kann. Bier und Beten, es sind zwei Dinge, die auf der Wiesen ganz selbstverständlich zusammentreffen.